Weiter geht's. Gehen wir über die Brücke. Ja, über die Brücke. Sesam öffnete die Zisterne. Der rote Fleck erschien plötzlich an der Wand. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als der Spektakel begann um den... Deine Mutter. Wasser. Wasser. Nix gut, Wasser. Nein, nein, nein. Viele böse Monster unsichtbar. Rosenblätter natürlich. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Okay, das Wasser setzt wohl einige Maschinen in Kraft. Wie ein Wasseraufzug oder so. Lauf, 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 kein Monster. Ah, ah. Okay, kein Monster. Es hat Angst vor mir. Bis jetzt. Ich würde Angst vor mir haben. Ich würde auch Angst vor mir haben, wenn ich mich im Spiegel sehen würde. Ja. Da redet jemand. Irgendjemand redet. Nicht mit mir. Wo ist der Pedobär? Wo ist der Pedobär? Guck schon mal ins Wasser. Komisch, dass sich alles spiegelt, nur ich mich nicht im Wasser. Ich mich nicht. Ich mich nicht. Ja, will ich. Ja. Was habe ich denn alles? 5 Stück? 16. Oh, Katzen, 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 Katzen. Was ist das hier? Die Kurbel. Cool. Ein schwaches Murmeln halt durch die großen leere Kammer. Okay, was es auch zu bedeuten hat. Ich schwöre, ich hab so... Oh, oh, es ist da! Es ist da! Ich schwöre, es ist da! Lauf doch! Lauf doch, du Wichser! Ah, Blatt! Ja, dann mach ich fertig. Es besteht kein Zweifel daran, dass Alexander fast an dem... Okay, nein, nicht lesen. Nein, nix. Nein, nein, weg. Was ist das? Kanalisationswasserumleitung. Okay. Ich denke, das muss mal sein. Nein, 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 nichts. Ich habe irgendwas bekommen. In der Zisterne befinden sich Ventile, die Wasser aus den Kanalisationen ableiten. Okay. Wenn du es sagst, muss es hier so sein. Ich will noch nicht ins Wasser. Da ist irgendwas, was mich töten will. Und das ist ja voll nicht mit, ne? Mich töten. Wieso sollte man mich töten? Ich bin voll nett. Lauf, Kenner, lauf. Wow, 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 hab ich irgendwas gestanden oder was? Ich fühle mich so, als wäre Bud Spencer hier. Ey, komm, so dunkel ist es auch nicht, ja, dass du Paranoia bekommen musst. Es ist an einer rostigen Kette an der Decke befestigt. Ja, und wie komm ich da hin? Komm schon, gleich aus, gleich aus. Ey, ey, ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Ich bin da. Ah, Hilfe. Komm schon, nicht mehr viel. Ah, okay, ich komme nicht weiter als hier. Habe ich gemerkt. Okay, vielleicht aber so. Komm schon, Kleiner, komm, komm. Wir kriegen diese Kette. Wir kriegen diese Kette. Ah, kriegen wir nicht. Ja, toll. Vielleicht mit dem Stein. Bam. Soll ich den treffen? Bam, Junge! Albert Einstein war ein Scheiß gegen mich. Ich bin der beste Mann, der alles kann. Ich schreibe dir die Texte, Mann. Hör doch zu, was ich sag. Immer wenn ich komme, laufen alle Weiber weg. Oh yeah, sie schreien, er kommt. Yeah, yeah. Okay, selbst geht es, Junge. Selbst geht es. Ich hab mich selbst geht es. In Wirklichkeit ist das natürlich nicht so. Die rufen, oh, Weltall, oh mein Schatz, ich will nicht, yeah. Und dann prügeln sie sich alle um mich, aber ich sag dann mal, Ladies, Ladies, jetzt hört mal auf. Ich nehme euch alle. Alle. Eine nach der anderen. Und dann sagen die, oh, ich will aber zuerst genommen werden. Und ich dann,
Wir machen Schnick, Schnack, Schnack. Okay. Ich glaube, hier hoch muss ich nicht, oder? Nee, das bezweifle ich. So. Hä? Das ist ein Ventil. Hab ich den gedreht? Nö. Oh Mann, ey. Oh Mann. Alles wegen den Weibern. Da bekommt man gar keinen klaren Kopf. Drehen, drehen, drehen. Lauf, lauf. Okay, du kannst die Weiber. Nimm sie, nimm sie. Ich will sie nicht. Alles deine, alles deine. Alles deine. Ha, verarscht meins. So, da will ich hin. Dann will ich da hin. Wird zu dunkel. Hier will ich hin. Und da hin. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Ich muss rüber hin. Ich muss da hin. Ich mach einfach mal den hier. Lauf, Schlampe! Lauf! Lauf! Lauf doch, Mann! Lauf, Schlampe! Lauf! Okay, ich denke, das soll mich nicht berühren. Jump around, Mario. Dreh dich doch. Wieso dreht er sich nicht? Okay, was habe ich gemacht? Ah, die sind auch. Okay, also sollte ich die doch nicht mehr. Moment mal, das ist kein Mario, das ist ein Löwenzahn. Papier. Ja, okay, ich weiß, verstanden. Das heißt, viele Kinder gibt es und manche fallen ins Klo. Was für Soundeffekte sind das denn, ey? Alter! Chill doch mal, ich hab nichts getan, was ein Tornado, ey. Hier im Haus, das gibt's nicht. Unrealistisch. Arschloch. Was ist das? Gab's da was? Nö. Lauf, Junge, lauf! Lauf! Oh, oh, was ist das? Oh, oh. Ey, Fische! Ich bin ein Verrückter, ich stehe im Wasser und betrachte Fische, während irgendein Monster nach meinem Leben trachtet. So. Jump, jump, jump in the rainbow. You can see my happy heart to rainbow. Nein, ich komme jetzt nicht mehr drüber. Ah, und jetzt? Was das? Gut, dann verdufte ich von hier. Denn hier wird es mir allmählich zu unheimlich. 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 Hab ich unheimlich gesagt? Oder unheimlich? Na, wie auch immer. Wir gehen jetzt hier über die Brücke, denn da unten lebt ein Troll. Wenn er uns sieht, dann frisst er uns. Alexander wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er muss seinen Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen konnte. So viel war er sicher. Kann ich jetzt springen? Muss ich jetzt springen? Okay, jetzt gehen wir rüber. Gut, gut, bis jetzt gibt es keine Monster. Das gefällt mir. Leichenhalle, okay, das ist nichts Schönes. Die wunderschönen wilde Orchideen schienen wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brandenburg wachsen konnte. Leider war es Alexander Studien und seine Pflege, die Blume zum Blühen zu brachte. Laden! Ey, das in der Mitte sieht so aus wie das Ei bei Alien. Alien vs. Predator. Nicht weiter sagen, aber ich bin ein Predator. Okay, machen wir nicht auf. Verarscht, ich hatte gar keine Angst. April, April. Und das im September. Alter, so viele Gassen. Das mag ich immer gar nicht. Let's get this out of here so we can get some peace. Wieder red, come, get out of this here. Peace. So, wieder red, muss ich gar nicht mitgehen. Das ist schon so ein Pedo-Bär. You did well, Daniel. Come, let's get going. Daniel, geh nicht mit dem. Der lügt. Der will nur dein Geld. Und dein Arsch.
Monster? Hallo? Are you a monster? Kille, kille, kille. Der Tote ist... Okay. Echt? Ein Tag? Muss ich gucken. Das hätte mir einen Nachschub gegeben. Echt, Leute, ein Leichner... In der Leichenhalle ist nur ein Tag alt. Machen wir mal Licht an. Das ist nicht... Ey, da ein Penis! Ja, mein Kleiner, da war ich schon ewig keiner dran, ne? Hier. Hä? Wachst du jetzt wieder auf? Ja, guck mal, wie er auf tot macht, ey. Du kleiner Homo, Junge. Ich wusste das, ey. Na, mal guck mal, was gibt's hier? Hm? Hä? Was ist das? Mäuse? Tote Mäuse? Wer hat das euch angetan? War das der Pedo? Hat er euch brutal... Boah, du Schwuchtel, ey. Wie kannst du die in den Aha? Ma. Okay. Untersuchen wir mal hier alles. Okay, ich habe nur noch 5 Minuten. Der Impfstoff ist eine... Okay, wir müssen einen Impfstoff machen. Wie? In den Körper von den Typen? Was sind das für Kackteile, ey? Ich fürchte um Daniel, er ist so leichtsinnig. Er ist von sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welche Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss wie Agrippa. Perverse Sau, willst du ihn töten, ne? Ich lass das nicht zu. Mich kannst du nicht töten. Es kann nur einen geben. Yeah! Diesen hier. Yeah! Yeah, Zindeli. Komm her. Komm doch her. Ey, Alter, komm doch her, Mann. Weg mit dir. So. Was gibt's hier? Was kann ich hier machen? Oh, danke, das ist wohl lieb. Ich krieg so einen heilen Jungen. Was gibt's hier? Nix. Was gibt's da? Ein Blatt Papier. Na, werd ich machen. Ich werd's. Ich werde es schon machen, kein Ding. Wie auch immer, ich werde euch was machen. Hallo? Wohnt hier jemand? Gruppensex! Ey, Gruppensex! Die ficken sich gegenseitig. Hier sogar Schwanz an Schwanz. Die machen Schwanz an Schwanz-Sex. Boah, der schiebt sein in den... Boah, nee. Wie pervers seid ihr denn, Leute? Hä? Hier gibt sogar einen Kackstreifen auf dem Boden. Ihr eingeölten Gladiatoren. Wie gay ist das denn? Raus hier! Zu. Sorry, dass ich euch gestört habe, ne? Macht weiter. Lasst euch nicht stören. Was kann mich denn dann hier erwarten? Bö. Wo bin ich denn hier in einer Orgie gelandet oder was? Ach. Da gibt es gar ein Bettchen für einen. Kann man hier Fahr machen? Mein Gott, dass meine Psyche leidet. Nicht nur von denen in dem Game, sondern auch meins. Raus hier! Raus! Blöd muss das da stinken hier. Sehe ich das richtig? Eine Blume? Bei dem Dreck hier? Okay, sehr mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Haben die Illuminaten ihre Finger im Spiel? Oder vielleicht Scientology? Ich weiß es nicht. Ich will hier einfach mal weg. Laufschlampe. Machen wir mal Licht an. Hier eins. Drüben eins. Jo, jo, die wurden wohl nicht bezahlt. Was? Was hat? Was ist das? Das ist ein Schrank.
Where am I? What's happening? Help! Anybody! Help! Nixel ist gefangen in meiner Hölle. Okay, ich muss hier raus. Wieso kaufe ich auch so dreckige Games, ey? Nie wieder, ich schwör's. What the shizzle? Was ist das da? Was ist das? Ich will's haben. Jede Hilfe kommt zu spät, mein Freund. Wir kriegen keine Hilfe. Wir sind hier in der Hölle. Okay. Was soll ich jetzt mit diesem Kupfer? Boah. Ich muss doch zu dem Typen, der da liegt. Ich hab doch ein Skalpell, oder? Es fehlt was, wie es fehlt was. Alter, was geht mit euch ab? Der Hamburger wurde beschädigt und kann nicht mehr verwendet werden. Aber natürlich, natürlich. Komm hier an. War doch klar. Quatsch. Und jetzt? Hä? Bäh, hat er sich das in die Venen gespritzt oder was? Wie eklig ist das denn? Voll Homo-Scheiße. Eine mutierte Kuh oder so, wie er schreite. Oh mein Gott, jetzt muss ich diesen nackten Typen da sehen. Was? Vielleicht mach ich mal so. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, die ganze Zeit kein Monster. Und dann kommt er hier. Boah, Alter Schwede. Boah. Ich krieg gleich eine Herzattacke und dann, boah, dann bin ich auch tot. Findet das Spiel gar kein Ende oder was? Punkt will ich auch weg haben. Ah, ich weiß, mein Freund, ich weiß, du kriegst Gehirn. Geister gibt's schon. Ja. Na klar. Der ist immer noch drin. Geh da nicht mal an!
der Hecke ist. Hallo? Hallo? Deine Mutter kocht auf der Heizung. Okay. Raus hier. Mann, ey. Ich komme nicht mit den Tasten klar. Panik. Was für ein Glück, Mann. Laufen. Laufen. Wie eine besoffene Schlampe. So. Ja. Weg hier. Zack. Lass mich raus, lass mich raus! Der Zweck der inneren Heiligtümer war es immer gewesen, die Kugel zu studieren und eine Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Er war sicher... Was für eine Kugel? Alter, okay. Dann habe ich hier soweit alles. Dann spanne ich euch hier. Und wir machen das nächste Mal weiter. Ja, genauso fühle ich mich auch. Okay, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Blair Witch Project Production, sei gegrüßt. I'm back. So, machen wir eine Sonderausgabe, indem wir etwas länger spielen. Wenn ich morgen nicht da bin, mal jetzt in die Länge. So, vorher hätten wir hier nicht durchgehen können, weil hier giftige Gase waren, gegen die wir nicht geimpft waren. Aber da wir jetzt diesen einen Typen da auf diesem Tisch seinen Kopf durchbohrt haben und seine Blutflüssigkeiten in unsere Venen geschossen haben, haben wir seine das Gegenmittel zu jetzt in unseren Venen. Henry Bedlos kam zum Unterricht. Die Wut seiner Mutter in sich drangelt. Er weinte. Okay, wo bin ich? Okay. Wir sind in der Kanalisation. Hoffentlich kommt kein Ninja Turtles und machen Sushi aus uns. Ja! Und meistens Blätter mit Käse. Wir merken zusammen, dieser Zuhälter, der drei Schildkröten mit sich rumträgt, dann frisst er uns auch auf. Licht aus. What the shizzle? What the shizzle? Wow, okay. Den nicht ansehen. Sonst kriegt er Angst. Was sucht dein Monster in der Kanalisation? Der kann doch auch oben aufs Klo gehen. Na, das Ding da packe ich bestimmt nicht an. Wieder akkulaktisch anfühle. Nö, ja, komm. Komm hier durch? Nö. Okay, irgendjemand hat mich angeschrien. Das mag ich ja mal gar nicht. Und draußen kläfft ein Hund hier. Und drinnen... Unsere Nymphensittiche, ein Tunneli. Ich pack doch voll. Und dann gibt's hier im Game noch Mäuse. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ein lockeres Rohr. Kann ich es mitnehmen? Ja, ich kann es mitnehmen. Ich kann mir auch gut vorstellen, was man da machen kann. Wenn man mit 10 nicht weitergeht, dann gibt es hier nur noch einen Weg. Und das ist dann wohl hier. Schön, dass es zu nah dran geht. Das Rad dreht sich zu schnell, um es zu blocken. Ja, gut. Oh, jetzt hier. Kommt jetzt hier mal runter. Dupte.
Ja, das hat wohl das Monster kaputt gemacht. Tja, das wird teuer, mein Freund. Alles bezahlen. Okay, da dann geht's nicht. Guck mal hier. What the shit? Seid ihr denn verrückt oder was, Leute? Könnt ihr doch nicht mit mir machen. Okay, schon gut, ich will gar nicht allein. So. Hallo? Wieso sag ich mir jedes Mal Hallo? Hab ich genug dies da? Hier davon? Nö, hab ich nicht. Also kann ich das hier nehmen. Mehr kriege ich nicht. Übrigens, das ist mein Hirn, ne? Schön, klar, weiß, nicht verschimmelt. Das Herz, da bin ich mir nicht sicher. Meins ist viel größer. Das sind da wohl die Dinge links für die Dings da. Aber bevor ich diese Sachen anmache, mal den Raum untersuchen. Pelze. Immer eine gute Abwechslung. Okay, keine Zündelis. Ja, schade. Aber okay, was soll's. Machen wir das halt langsam. Ich hab so langsam gemacht. Das ist leider langsam. Okay. Bitte. Oh. Mann, ey. Scheiß Spielfeder. Man kann die auch nicht töten, oder? Ich würde den gerne mal auf den Kopf kacken. So schreien die. Na ja, ich mein Predator, du Wichser. Komm mal her. Okay, nicht Dings, Escape. Da hier. Da, das Ding dreht sich länger an. Du sollst jetzt stoppen. Yeah, zack, die Bohne. Exakt getimt da reingestellt. Das kann nur einer. Das ist nicht gescriptet. Gibt's hier irgendwas für mich? Durch eines der versperrten Tore scheint schwächer zu sein als die anderen. Ja, nee, das ist mir auch aufgefallen. Krieg ich's auf, ist die Frage. I say hey, yeah. Tunnelblicke. Ich will's machen. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Eins dieser Monster. Geil. Hallo, Icon. Wie geht's dir? Hä? Warum wollt ihr hier abhängen, Digga? Ey, ich hab da hinten was gesehen. Komm mal, lass mal da hin. Immer da hin gucken. Ey, ich hab noch was zu tun, ich geh da mal. Sehen wir später. Okay, bis später. Halb Kopf.
Kann ich mir mal deine Hand dahin? Ja, klar, gerne, immer noch. Ich mach mal Popular. So. Chuck, Digga, ja? Hau rein. Bam. Tschüss. Da verprügel ich jemanden gleich. What? Ich geh wieder zurück. Ey, das mit deinem Freund, das war ich nicht, ne? Kann ich jedem zeugen. Aber es wäre nett, wenn du dich trotzdem jetzt verpissen würdest. Ich hab mich eigentlich schon an... Was? Ja, versperrt zu Tor von dieser Kreatur, die da gerissen. Ja, toll. Und jetzt? Wie komme ich jetzt wieder weiter? Hallo? Ist weg? Halb auf jetzt weg. Uga Uga. Jo. Uga Buga. Maschuga. So doof, dass man die nicht killen kann. Wir haben keine Waffe. Wir haben gar nichts, ey. Schön. Boah, der steht da vor uns und ich guck da auch noch hin. Oh, du Homo! Boah! Du Hure! Boah! Boah, Junge! Wo kamst du denn her, du Arschloch? Deine Mutter, ey, die kocht auf der Heizung! Boah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nö, was hast du denn in der Hand? Irgend so eine Kettensäge oder was?
Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar vor seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt, würde er das tun? Boah, Scheiße. Ich brauche erstmal eine neue Windel. Das war keine gute Idee, das ist schon halb schon Spiele. Wieder. Ja, wo soll ich denn jetzt entlang? Ich check mal jetzt mal hier die ganze Hölle ab. Curses. Ich glaube, ich nehme erstmal die halt von der Tür. War da aber viel. Was soll ich denn machen? Hä? Hinter mir ist ein zerhackender Hackfleischer. Der spielt kommt schon auch noch so ein zerhackender. Es funktioniert. Das stimmt ja nicht. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschiniere. Okay, was das auch sein mag. Dann sucht man den hier. Obwohl wenn da steht 2, funktionieren nicht. Gut, das 12 ist auch nicht so. Okay. Ich geh suchen. Hallo? Soll ich nochmal oder nicht? Was ist ein Monster kommt, da kann ich mich nicht verstecken. Ah, meine Fresse. Was ist da noch eine Tür, ey? Da ist da bestimmt dahinter ein Monster, ey. Scheiß Spiel.
ich will den Stein da haben. Oh, den da. Irgendeinen Stein, ich will ihn runterwerfen. Oh, warte, ich kann keinen Stein nehmen. Was ist das? So tief ist er denn nicht. Ich werde trotzdem sterben. Das ist hier ein Balken. Hm? Ich will jetzt zurück. Ich mache nicht immer funky jank Dings. Geht auch so feucht fröhlich runter, als würde ich da wohnen. Ich gucke jetzt gleich nach, wo es was gibt. So, alle Lichter machen. Boah, ich bin schlecht hin. Ja, immer wenn ich angespannt bin, rede ich gar nicht. Das ist halt ein doofes Game. Ich mag's nicht. Aber am Anfang fand ich es richtig cool, wo ich dieses Video gesehen habe. Und dann habe ich es mir gekauft. Und mein Leben änderte sich völlig. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich esse nichts mehr. Ich vernachlässige meine ganze Familie. Es hat mein Leben ruiniert. Ich gehe nicht mehr zur Arbeit. Ich habe Paranoia. Ich träume. Ich meine es träumen. Obwohl ich glaube es wäre, dass ich tote Menschen sehe. Und Stimmen in meinem Kopf. No, I can't feel anything. Alexander? Yes. Soon. I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Was sagst du? Mein Leben ist sicher. Am Arsch. Alles am Arsch. Mein Leben keinen Sinn mehr. Das Licht. Labor. Das gibt sich nicht. Ich brauche wohl eine Brechstange und sowas, oder? Kann ich irgendwas dagegen schmeißen? Mann, wieso red ich leise? Wetter, das ist nicht real. Das ist nicht real. Es ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich will einen Hammer haben. Hammer, komm her. Hammer. Und du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, darum bist du nicht geblieben. Toll, der steckt fest. Ja,
dann bleib doch da, du Arsch. Ja, was ist los mit dir? Wieso komm ich nicht weiter? So. Jo, hat Fahrrad gebracht. Ich darf nicht verschwinderisch umgehen, ey. Aber dieses Spiel ist zu 93% dunkel. Und wenn ich die Lichter nicht anmache, kriegt der Paranoia. Aber ich kenne jetzt den Monster. Da unten hängt was. Da unten, hey, da ist irgendjemand gefangen. Schau, komm mal mit. Wow. So bewegt sich die Scharniere von selbst. Leute. Wer seid ihr denn? Mutter wird dir helfen. Kleiner Hurensohn. Komm mich nicht an, du Bastard. Oh, Alter. Alter, bist du... Alter, komm mich nicht an. Mach mal Switch. Hier! Nimm den Stuhl! Help me. Who's the switch? Was für ein Switch? Hier, da! Help me. Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Who might you be? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You've hurried too much. Alexander is toothless without a horn. Yes. Not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable. But guess the why? It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my oath, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken oath and mend the way. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness. Which is quite useful, I understand. There should be 6 of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Es wird eine Kugel mit um das innere Heiligtum zu gelangen sein. Rückenstück liegt in Folterung verteilt. Ah, spät. Okay, aber was ist der kleine Stinker da? Was soll ich mit dem machen? Daniel, I hate to bother you further, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? Okay, ich kann doch nicht. Ridiculous. I mean, look, ich dachte nicht mit mich davon ab. If you find anything concerning a man named Johann Reim, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help him. A recipe for some sort of potion, a tonic, to free me from this husk of my mind. So jetzt. Der Grip, der sterbende Mann sucht eine Notiz von einem Mann namens Johann Wayne. Johann.
Mach red schneller! Look out! Maybe there are other rooms. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Da ein Lichtlein. Hier ein Lichtlein. Da rein, ja. Ich muss erstmal hier nochmal checken. Ah, ich will gerne. To me, I'm Heinrich Cornelius Agrippa. I was once quite important, you know. Baron Alexander has sustained my soul in this dead heart for years. Hundreds of years. Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Du redest ja immer noch, halt mal, das ist das der Agrippa, der gerade abkackt. Ich halt hier rein. Und wenn ich es nicht für eine gute Idee halte. Mein Monster in der Ferne gehört. Hat jemand gepustet? Merkt euch das. Wenn jemand inzwischen hört und es halt, dann bedeutet das nie was Gutes. Wenn ein Mädchen in einem dunklen Verlies weint, also wenn ihr dieses Geräusch hört, dann hat sie erst recht nichts mehr Gutes zu bedeuten. Ja, was kann ich mit Fleisch machen? Okay, ich wage mich jetzt erstmal hinweg. Gut. Ein gutes Zeichen. Guten Tag.
Nerven angespannt bis zum Schmerz. Doofes, behindertes Game. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Ich mag das Spiel nicht. Ja, so spielt es nur ein Noob-Game wie Call of Duty, wo man gar keine Skill braucht. You know this taste. A taste of Damascus Rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. Oh, they will be back. Auf zum Altar würde ich sagen. Und bevor ich zum Altar gehe, gehe ich nochmal zu diesem Jimmy Wang Judeludel da hinten. Da bin ich besoffen oder was? Hier, Alter, friss das. Alexander really wanted none as is Johann Heim. You never heard of Johann Heim? Mein Gott. He's probably the greatest man. I mean, he's the... And you... You don't know him? Or is it the world that's forgotten you? Okay. Dann sag ich mal, wir machen hier einen Schnitt und machen da morgen oder übermorgen oder so. Alter, ist ja schon so lang geworden. Die Runde ist halt übertrieben mega geil. Also ich sag dann mal, see ya und bye.